New York City, liebe Tennisfreunde. Ein wunderschöner Sommertag hier, 30 Grad im Schatten. Und im Gegensatz zu gestern, dem Halbfinaltag, keine Luftfeuchtigkeit oder so, wie es sein soll, ein knuspriger Tag. Gestern hat sich hier nach den beiden Halbfinalspielen noch ein gewaltiges Gewitter entladen. Das hat die Luft gesäubert. Gestern hier Temperaturen wie in der Sauna. Heute geradezu ideale Bedingungen um dieses Finale. Das letzte große Testfinale vor den US Open, die am Montag beginnen zu spielen. Das ist der eine Finalist, Marc Rossi, ungesetzt, Weltranglisten 30. Der Schweizer, hier ein bisschen überraschend für viele, in dieses Finale vorgedrungen, aber das hat er sich verdient, unter anderem durch seinen Zweisatzerfolg im Halbfinale über Goran Ivanisevic, seinen Freund. Der Olympiasieger von Barcelona aus dem Vorjahr. Und da haben wir seinen Gegner, in diesem Fall kann man wirklich sagen, einen Kopf kleiner, Michael Chang, 1,73 groß. Hier die Nummer 5 der Setzliste, 1,73 Chang, 2,01 Meter dagegen Marc Rossi. Und Chang, der sich hier im Halbfinale gegen einen etwas indisponiert wirkenden Stefan Edberg glatt in zwei Sätzen durchgesetzt hatte, wird sich nun gleich fertig machen, um dieses Finale zu eröffnen. Da haben wir den Stuhlschiedsrichter aus Sao Paulo, Brasilien, Paulo Pereira, ein bekanntes Gesicht im Herren Circuit bei der Herrenrunde. 5.500 Zuschauer passen hier auf diese Anlage. Die meisten sind da. Ich nehme an, ausverkauftes Haus. Der letzte Test also vor den US Open. Michael Chang, der 21-Jährige aus Henderson, Nevada, schlägt auf. Das Motto wird hier lauten, Angriff gegen Verteidigung. Der Verteidiger ist er, Grundlinienspieler Michael Chang. Hat eine gute Hartplatzsaison hinter sich gebracht. Sie sehen es unter anderem in Cincinnati gegen Agassi gewonnen und auch gegen Edberg im Finale. Gestern im Halbfinale erneut gegen Edberg. In absoluter Topform, aber ob er die halten kann, retten kann in die US Open. Das ist das große Fragezeichen. Eine anstrengende Woche auf jeden Fall für Michael Chang hier, der bis auf dieses Halbfinale gegen Edberg immer drei Sätze spielen musste. Jede Partie dauerte weit über zwei Stunden. Gut gelockt von Marc Rossi. Mal einen Slice gespielt. Chang glaubte angreifen zu müssen und wird passiert. Hier kommt es noch einmal. Da kommt der Rückhandslice. Rückt vor und wird passiert. Nette Idee von Rossi hier, aber der läuft natürlich viel zu kurz. Keine Mühe für den Amerikaner.
Michael Chang sagte gestern nach seinem Erfolg, dass solche Siege wie der gegen Edberg, der erneute Erfolg, gut schmecken und Appetit auf mehr machen. Er hat seine Einstellung der Amerikaner auf dem Platz zu spielen geändert, dank seines Bruders Karl. 1-0, das erste Spiel an den Favoriten, Michael Chang. Die beiden stehen sich zum fünften Male gegenüber. 2-2 die bisherige Bilanz. Und auch auf Hartplätzen ist es ausgeglichen, 1-1. Dieser Center Court liegt hier im Herzen eines großen Clubs, eines Golfclubs eigentlich, der Hamlet Golf and Country Club. Etwa eine gute Autostunde von New York City entfernt. Wird seit 10 Jahren ständig erweitert, diese Anlage hier. Und ein solches Turnier ist natürlich immer ein willkommener Anlass, um etwas gratis Reklame im amerikanischen Fernsehen oder auch in den Zeitungen zu bekommen. Der Belag hier, der Hartplatz, original, identisch mit dem von Flushing Meadow, wo es ab morgen dann im letzten Grand Slam Turnier des Jahres weitergeht. Es ist sogar dieselbe Firma, derselbe Mann gewesen, der die Plätze in Flushing Meadow noch erneuert hat vor 10 Tagen. Der ist dann im Anschluss hierher gekommen, um den Spielern, die sich hier einem letzten Test unterziehen wollten, nahezu identische Bedingungen zu geben. Das gilt auch für die Bälle. Natürlich wird mit den gleichen Bällen gespielt, wie auch ab morgen bei den US Open. So, zum ersten Mal jetzt der Aufschläger, Marc Rossi, einer der härtesten Aufschläger der Welt, hat bisher im Verlauf dieses Turniers 29 Asse geschlagen. Da werden heute mit Sicherheit einige dazukommen. Oh, so ein harmloser Zweiter, den darf man natürlich Chang nicht auf die Vorhand spielen. Ah, da hebt er richtig ab. Kompensiert damit seine 1,73 nicht gerade das Gardemaß heute. Ja, Babygeschrei. Jose wartet geduldig. Da wird der Youngster rausgebracht. Wirkt nicht konzentriert. Jose hat übrigens bis eine halbe Stunde vor Beginn dieses Finals sich noch lange unterhalten mit Tim Mayotte, einem Co-Kommentator hier, ehemaliger Profi. So als hätte er heute überhaupt nichts auf dem Zettel, geschweige denn dieses Finale. So, da war das erste Ass fast rein. Gerade eben noch der Rahmen von Chang dran gewesen. Meilen pro Stunde dieser Aufschlag. Das sind 193 Stundenkilometer. Härtester Aufschläger, 10 Meilen pro Stunde mehr im Verlauf dieses Turniers. Übrigens Michael Stich, der hier im Achtelfinale ausgeschieden ist. Michael Chang wird zu beachten sein bei den US Open, im vorigen Jahr bis ins Halbfinale gekommen, dann gegen Edberg gespielt, 5 Stunden 26 Minuten Rekordzeit, in 5 verloren. Also der Marathonmann, das Laufwunder Chang, ist zu beachten, ist in Hochform.
Spielball Rossi. Treffen sich die beiden dann plötzlich vorne am Netz und sehr schnell, sehr aufmerksam Michael Chang einstand. Aus der Sonne. Hier sieht man schön, wie Michael Chang versucht, die richtige Sicht zu bekommen. Nicht sauber getroffen, aber dennoch den Punkt gemacht. Erste Break-Chance. Rossi, sicherlich der Mann, der zurzeit das Geschehen im Schweizer Tennis bestimmt. Jakub Lasek ja von Form her und auch von der Weltrangliste etwas abgefallen. Ah, wenn der erste kommt, dann ist es schwer. Selbst für den Mann, den man mit zu den besten Returnspielern der Welt zählt, für Michael Chang da den Ball ins Spiel zu bringen. Ein langes Aufschlagspiel von Marc Rossi, inklusive eines Breakballes für den Gegner. 10 Minuten gespielt. Das Stadion jetzt doch voll. Temperaturen etwa 76 Fahrenheit, das sind so 24, 25 Grad. Aber in der Sonne ist es natürlich ein bisschen heißer. Auf dem Platz 45 Grad, allerdings nicht diese Luftfeuchtigkeit, diese Schwüle wie gestern. Aber aus. Drehte ins Aus. Da sollte er nicht diskutieren, der war aus. Außerdem hat Paulo Pereira da ganz gut gesessen. Natürlich will ein Spieler damit auch klar machen, dass er nicht jede Entscheidung schluckt, hinnimmt. Vielleicht hilft er dann beim nächsten Mal, dass der Linienrichter ein bisschen verunsichert ist oder auch der Stuhlschiedsrichter, aber die Entscheidung eben richtig. Er geht freiwillig lange Wege, der Schweizer. Immer dann, wenn er seine Rückhand umlaufen will. Manchmal muss. Kostet natürlich extra Kraft bei dieser Hitze.
aber der geht Gott sei Dank für Michael Chang ins Aus. Aber guter Angriff von Chang. Zum wiederholten Male, zum dritten Mal jetzt freiwillig ans Netz gestartet. Und ein guter Vorhandvolley. Da allerdings wäre er wahrscheinlich kaum noch rangekommen. 30-15. Sie sehen ja, dieses Finale als Aufzeichnung ist bereits am Montag nach Mitternacht bei Ihnen. Deswegen darf ich Ihnen kurz sagen, dass wir ja heute am Montag um 17 Uhr mit unserer Live-Übertragung beginnen von den US Open. Und Steffi Graf wird dann gleich ihren ersten Auftritt haben. Kurz nach 17 Uhr gegen Robin White. Auch Anke Huber wird spielen. Dann später am Tag Bernd Karbacher. Wir werden versuchen, alles, wenn es überhaupt nur möglich ist, für Sie einzufangen. Also Steffi Graf, Montag, 17 Uhr bei Vox. Gute Länge in dieser Vorhand an der langen Linie entlang von Michael Chang. Den Rhythmus der Amerikaner. Spielball zum 2-1. Aber wenn er mit der Rückhand spielen muss, der Schweizer, dann kommt er meist nur ein Slice raus, ohne daraus einen Angriffsball machen zu wollen. 2-1, noch kein Break in diesem ersten Satz. Wir sind gleich zurück in Comac auf Long Island. Es kann weitergehen. Marc Rosset ist erst seit einigen Wochen wieder auf Tour. Der baumlange Schweizer hat sich nach Wimbledon, nach dem Turnier von Gstaad, genauer gesagt, einer Mandeloperation unterzogen, hat da zunächst einmal 3-4 Kilo an Körpergewicht verloren, hat 5 Wochen Pause gehabt und hat sich erst mit dem Turnier in New Haven zurückgemeldet. Allerdings mit guten Ergebnissen, hat bisher 6 von 7 Matches gewonnen, steht hier im Finale also. Sicherlich auch für ihn nach der Pause ein bisschen überraschend. 1-2 und Aufschlag. Oh, da lebte das Ballmädchen aber sehr gefährlich bei diesem Querschläger. Das Sorry, Sorry von Michael Chang kam sofort. Noch einmal erinnern die amerikanischen Kollegen an seinen wohl größten Erfolg, Olympiasieger, unter anderem Courier geschlagen, Emilio Sanchez, Ivan Isevich, sein Freund, und dann im Finale Jordi Arese, 8-6 im fünften.
Huhu, 120 Meilen pro Stunde, wieder 193 km/h. Da sitzt Musik dahinter. Gut vorbereitet von Chang. Sehr geduldig, sicherlich eine Tugend, die ihm mit in die Wiege gelegt wurde. Chinesischer Herkunft, allerdings in Amerika geboren. In Los Angeles aufgewachsen, jetzt in Nevada zu Hause. Fehler. Zwei beide. Diesmal hat er nicht gewackelt bei diesem Aufschlagspiel. Um so viel Geld geht es. Insgesamt ist dieses Turnier mit 300.000 amerikanischen Dollar dotiert. Der Sieger kriegt knapp 40.000. Davon der heute unterlegene Spieler 23.330. Bei den Herren wird das Preisgeld ja ein bisschen gerechter aufgeteilt. Da kriegt der Verlierer erste Runde ein bisschen mehr als bei den Damen, wo der prozentuale Anteil am Gesamtgeldkuchen doch größer ist für die Siegerin als bei den Herren. Venues oben gibt es übrigens gleich viel. 535.000 Dollar für den Sieger und die Siegerin. Rekordsumme. Ja, aber aus. Tiefer Rückhand, Volley da von Chang. Technisch einwandfrei, schwer zu spielen. Hier noch einmal. So langsam fängt der Schweiß an, in Strömen hier zu laufen. Jetzt auch die ersten Fehler bei Michael Chang. Meist mit der Vorhand. Entweder zu lang wie zuvor oder jetzt ins Netz. Erfolge auf Hartplätzen seit 1990. Bilanz 116:35. Mit das Beste auf der Tour. Ist ja ein Turnier hier im Rahmen der ATP-Tour und die ATP, die Männergewerkschaft, rechnet ja erst seit 1990, was vorher war, interessiert sie eigentlich weniger. Aber auch
die Anzahl der Gesamttitel 11 bei Chang, davon 8 auf Hartplätzen, machen deutlich, auf Hartplätzen ist er groß geworden, auch wenn er 89 als jüngster Spieler überhaupt ein Grand Slam Turnier auf Asche in Paris gewann. Spiel Michael Chang mit ein bisschen Mühe zum 3-2, in einer Minute mehr aus Long Island. 11 Turniere hat er gewonnen in seiner Laufbahn, Michael Chang. Paris eben von mir angesprochen, sicherlich der größte Erfolg für den Amerikaner. Sieg bei einem Grand Slam Turnier. In diesem Jahr hat er 3 dieser 11 Titel gewonnen. Zu Jahresbeginn in Jakarta, im Finale übrigens gegen Karl-Uwe Steeb. Dann Osaka, Japan gegen Amos Mansdorf und dann vor 2 Wochen in Cincinnati gegen Stefan Edberg. 2-3 Aufschlag Rosé. Gute Länge in den Grundschlägen, diese Länge erlaubt Chang dann auch, jetzt wie eben zum wiederholten Male anzugreifen.